okay, ruhig. Wir gehen einmal das Video, was mir gerade geschickt wurde. Oh, er mit dem Onkel. Nein! Nein! Ich habe euch doch letztes Mal erzählt, dass es diesen Onkel gibt und diesen Neffen. Denn heute verkostigen wir, wie ihr schon sehen könnt, wunderbare alkoholische Getränke. Alkoholische, 15%. Erzähl weiter. Und zwar vom lieben Herrn Knossi, Jens Knossi, Knossi, Knossala. Er hat sich auch beworben für die Tasting Show, hat nicht gereicht. Dieter ist es geworden. Muss man auch ehrlich sein, muss auch eingestehen, Dieter war auch ein krass, war verdienter. Dieter war der Richtige und mit Dieter werde ich sicherlich noch das ein oder andere machen. Dieters Kinder freuen sich, mich mal kennenzulernen, da fahre ich auch mal vorbei. Ganz klar. Werde ich durchlaufen lassen. 11 Minuten. Ich lasse durchlaufen. 11 Minuten 20 am Stück. Ich werde es einfach durchlaufen lassen. Wirklich. Ich werde nicht unterbrechen. Vielleicht zweimal. Moin moin, meine Chaoten. Endlich ist es wieder soweit. Mein Onkel Holger ist wieder am Start. Und heute geht es ans Eingemachte, denn wir haben hier die wunderbare neue Box vom lieben Knossi. Wollen wir sie einfach mal aufmachen, würde ich mal sagen. Ich glaube auf. Und zwar haben wir hier drin 6 Schnäpse. Ist das deine Frau? Und zwar... Wunderbar. Ghostbusters! Da. Haben wir hier drin 6 Schnäpse. Ich habe selber noch nicht gesehen. Jetzt sehe ich es gerade zum ersten Mal. Liköre. Diese exklusive Alge-Tasting-Box. In der Grundschule warst du schon mal auch rauchen. Ja. Und du hältst es verkehrt rum, du Affe. Bei dem du live mit ihm gemeinsam die 6 neuen Liköre probieren kannst. Das sind diese hier. Ja, A, B, C, D, E, F. Wie viele Buchstaben ist das F im Alphabet, Janik? 6. Alter, da bin ich gut drauf. Scanne den QR-Code, um an der Abstimmung teilzunehmen. Das machen wir jetzt aber nicht. Naja, heute ist ja nicht der 26., heute ist der 25. Stimmt. Wir haben 3 von den ganzen Boxen. Wenn du 3 Boxen hast, wie viele Flaschen hast du insgesamt? 12. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Also, wenn ihr eine von diesen Boxen gewinnen wollt, bei 50 Likes werden die verlost. Also 50. Ey, die Boxen gibt's nicht mehr. Könnt ihr gerne 50 Likes? Ey, komm, Chat! Jungs, das ist einer von uns! Lass da mal 50 Likes da für den Boy! So, ich habe wieder mein wunderbares Brüsteglas am Start. Wir müssen nämlich auch aufpassen, wir dürfen jetzt nicht zu. Oder ich weiß, bei dem ersten Video der Onkel auch schon schmeckt scheiße. Wer? Werden mit den Ausdrücken. Ja. Ne? Ja. Der Knossi, der guckt sich das vielleicht im Stream an und wir wollen ja nicht, dass der gebannt wird, oder? Verstehe ich nicht. Gebannt? Dann darfst du nicht mehr streamen für eine gewisse Zeit. Ah, das nennt sich gebannt. Früher musste ich den Knast weg, Scheiße gebaut haben. Schenkst du dir immer zuerst ein? Ja, wollen wir den komplett oder nochmal? Mal ganz ehrlich, wollen wir den komplett schenken? Scheiße voll, Mann. Da ist doch nichts drin. 15% steht hier sogar drauf, ist da drin. Hut ab. Da geht er genauso gut los, wie mit den pisswarmen Tricks, die mir Weihnachten hier serviert hat. Pass auf, der Onkel ist nicht tragbar. Ich sagte das hier unter uns ohne Scheiß. Der Onkel ist nicht tragbar. Löse dich von der Familie. Trenn dich! Ich könnte sagen, was ist. Oh ja, das... Das riecht wie Grapefruit, oder? Ja. Ich könnte sagen, was ich wollte. Riecht nach Grünkohl. Geht schon wieder los wie letztes Mal. Prost, Neffe. Prost. Ich würde ja gerne mal probieren, aber... Weil du hast ja gesagt, du hast ja 3 Stück. Warum nimmst du nicht eine und ich eine? Dann könnte man vielleicht nochmal einen Schluck nachtrinken zum Probieren. Verstehst du? Da ist ja wirklich nichts drin. Da ist was dran. Das habe ich schon gefühlt. Das ist die kalte. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass die Flaschen ein bisschen größer sind. Pass mal auf, Opa! Jetzt ist hier gut auch! Und dass wir eventuell noch mixen können. Er hat gesagt, er hat sich vorbereitet und hat Saft gekauft. Er hat Saft gekauft! Also ich muss jetzt von vornherein sagen, egal, aber der schmeckt mir gut. Ja, gut schmeckt er auch. Der schmeckt gut, der ist fruchtig. Mhm. Frisch. Bisschen säuerlich. Frisch. Kalt diesmal. Kalt. Ich würde fast sagen, wenn du so sauren Apfelkorn mit, da ist noch irgendwann was anderes drin. Das kann ich jetzt nicht rausschmecken. Ja, wie eine süße Grapefruit. Ja, sowas. Schon. Ja. Ich hätte jetzt eher an Maracuja gedacht. Maracuja ist ja von außen pink. Glaubst du nicht? Was war A nochmal in der Box, Chat? Welche Sorte war A in der Box? Dass die Pisse, die hier drin ist, die Farbe, dass das dem Getränk ähnelt, was da wirklich drin ist. Nee, das muss doch. Ja, natürlich. Deswegen ist das Zeug ja auch blau, weil das bestimmt Blaubeere ist, ne? Ich muss aber wirklich was zum Neutralisieren haben. Ja? Ja. Guck bitte nicht so, gute Fee. Ich habe das Zeug mitgebracht. Das ist gute Fee 2.0. Flügel hat sie aber nicht. Dann wäre sie schneller. Na, was seid ihr denn für eine Familie da? Die Leute sagen bei mir, aber was ist denn das hier? Das sehe ich doch, das neue RTL2-Format. Hä? Im Brennpunkt. Was ist das denn? Für dich langt das. Muss ich neutralisieren. Den falschen Hals bekommen. Ja? Okay, womit machen wir weiter? Mit dem nächsten Buchstaben in der Reihe. Das ist das Schöne, dass das Ding endlich mal A, B, C, D. Nicht nur letztes Mal, welchen trinken wir zuerst? Die Jungs von Few haben auch gesagt, Algedoy. Bleibt denen im Gedächtnis. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Ich weiß, was sie geschrieben haben. Ich bin eine Maschine.
Das stimmt. Ich bin überfliegt. Das stimmt. Bevor wir den nächsten testen, möchte ich dir einmal zeigen, was der liebe Knossi, der hat nämlich reagiert. Nicht auf unser Video, sondern auf mein Bewerbungsvideo für diesen Stream. Der hat nicht auf unser Video reagiert, obwohl ich seinen ganzen Fusel hier probiert habe. Werbung für ihn. Pass mal auf. Ja, ich schwöre dir, pass auf. Dann komm hier. Hast du, tickst du noch ganz sauber oder was? Was für ein Fusel? Hä? Spinnst du? Läufst du rund oder was? Hä? Hast du Durchfall? Nochmal zurück, sag mir jetzt mal ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Für diesen Stream. Der hat nicht auf unser Video reagiert, obwohl ich seinen ganzen Fusel hier probiert habe, Werbung für ihn gemacht habe. Und ich habe noch nicht mal eine Flasche gekriegt und mache jetzt das nächste Video. Das ist keine Nachricht. Mit meinem Onkel ein Alge-Video gemacht habe, was... Oh, ich kenne ihn. Ich habe dieses Alge-Video gesehen, aber ich glaube nicht im Stream, oder? Bruder, der Typ war, ey, das ist echt ein, ey, war wirklich... Yannick, ich habe dein Video gesehen, wenn du das hier siehst. Ich habe dein Video gesehen. Er saß mit seinem Onkel da, der Onkel, eine Legende. Alle Alge probiert haben. Ich habe mich totgelacht. Alter, wirklich Legendentyp. Wir gucken jetzt sein Video an. Schluck runter. Das ist der Onkel, Alter. Schluck runter. Das ist der Onkel. Ich kann nur empfehlen, Alter, wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, guckt euch das Video an. Der Onkel auch, wie schmeckt das denn? Ja, Mann, ich hab mich totgelacht. Ja, ist cool. Ja, oder? Ja. Ich hab mich auch mega gefreut. Fand. Also reiß dich zusammen, Opa. Sonst knallt's. Hast gehört? Ich hab euch gelobt. Ich warte trotzdem auf meine Flasche. Da ist deine Chance. Du hast mein Video gesehen. Ich warte noch auf meine Flasche. Unser Favorit war welcher? Ja, das und der normale, der grüne. Ich wollte aber nur einen haben. Also ich mag den hier. Kommen wir jetzt zum nächsten Schnaps. Und Ducci. Schreib auf, wir schicken dem einfach eine Kiste Raucheistee. Der kriegt was ganz anderes. Dass er mal runterkommt von seinem Trip, mal auf Koffein geht. Stopp, jetzt red ich. 25.000 Dosen sind gerade auf dem Weg zu euch. Klasse. Kann mich am Arsch lecken. Der kriegt, der kriegt 12 Dosen Raucheistee. Schreib auf. Und zwar ist das B. Der riecht, finde ich, besser als der erste. Ich besser riecht wie der erste. Wenn man deine Dönerfahne nach dem ersten Neutralisierungsschnaps nicht mehr so riecht und du selber dich auch nicht. Ich hab keinen Döner gegessen. Nee. Der schmeckt nach Kaugummiautomaten. Wonach schmeckt der bitte schon Kaugummiautomaten? Das erzähl mir. Ja, nicht der Automat. Hast du auch dran geleckt oder was? Weil du keinen 10 Pfennig hattest, um die da reinzustecken, die eins rauszuziehen oder was? Ey, aber nach Kaugummi hat keiner unserer Liköre geschmeckt, oder Chad? Ja, der tickt echt nicht sauber. Also das ist wirklich... Onkel, wirklich, lass dir von dem Neffen nichts erzählen. Irgend so ein Schwachsinn, irgend so ein Scheiß. Das schmeckt doch nichts nach Kaugummi. Also ich finde den, der ist sehr süß. So ein leichter Minzgeschmack ist da drin, finde ich. Also im Nachgang schmeckt er so ein bisschen minzig. Deswegen sag ich ja Kaugummi wahrscheinlich. Der schmeckt eins zu eins wie irgendwas aus der Kindheit, wo ich meine, das ist aus dem Kaugummiautomat. Hast du wohl in meinem Kleingeldfach geleckt, wa? Das schmeckt wirklich künstlich, süß. Ja, genau. Ein bisschen winzig. Ja, wir müssen ja raten, was das ist. Du hast doch gesagt, wir sollen das jetzt hier testen und der Beste, den sollen wir sagen, was weiß ich, das ist D oder C. Aber ich muss doch jetzt nicht sagen, was das ist. Das kann ich beim besten Willen nicht. Das schmeckt ein bisschen nach Minze. Lass mich raten, aus deiner Kindheit. Ich weiß es nicht, wo du überall dran geleckt hast, Mann. Das ist mir doch auch egal. Ich will es gar nicht wissen, wo du überall dran geleckt hast. Mir schmeckt es nicht. Der ist raus, B raus. So, fertig. Nächsten. C ist klar. Der ist lecker, ne? Sagt ehrlich, Chat. Der klare C ist das allerletzte. Nussnucker. Mhm. Schon special. Einen klaren Likör zu trinken, der nach Nuss-Nougat schmeckt, ist special. Nicht besser. Das riecht wie eine Torte. Das riecht wie eine Marzipan-Torte. Ja. Boah, ist der süß. Das riecht wie eine Torte? Spinnst du? Nee, das ist hier Dings. Frankfurter Kranz. Es ist Scheiße! Geht's? Wir müssen da mal... Gesichtsmasken. Gesichtsmasken, ja? Die passt ja leer. Nee, ich. Du? Ja. Du machst es. Weiß ich jetzt noch nicht. Wieso? Was willst du damit? Nee, dann ist es aber. Nee, nimm ruhig. Brauchst du die? Nee, du brauchst sie eher als ich. Nimm. Danke. Was soll das jetzt wieder heißen? Nimm eine oben, eine unten drauf. Wenn die Lippen wieder glatt kommen, ab. Da lege ich eine Essigklappe drauf. Da zieht es alles zusammen. Da brauche ich das nicht. Warte mal, nimm den Teller mit. Ich lege mir die letzte auf Serviette. Dann habe ich auch keinen Abwasch. Ach, ja, du. Und jetzt lass mich mit meinen Freunden hier spielen. Spiel doch. Ich mache auch nicht mehr so lange morgen Schule. Wieso Schule? Also. Morgen gehe ich auch wieder pünktlich in die Schule. Okay, alles klar. Tschüss, Leute. Tschüss, Mama. Tschüss, sagt alle Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's, Jungs. Der das gemixt hat hier, ne? Ist derselbe Spinner, der den Piss hier gemixt hat. Die Geschmacksrichtung von dem hier. Ja. Warum ist die Flasche leer? Hast du getrunken? Wer hat gekotzt? Du. Die Scheiße kann sich saufen. Boah. Hä? Ich bin komm mal Samstag zum Boxkampf, erste Reihe. Verleih mir heute Nacht einen Oscar! Oh. Ich höre ihn richtig. Ich bin ja.
Die Geschmacksrichtung von dem hier. Ja. Warum ist die Flasche leer? Hast du getrunken? Wer hat gekotzt? Du. Die Scheiße kann sich saufen. Boah, du bist echt übel. Haben wir eine? Ich muss erst mal. Jetzt ist schon besser. Kommen wir zum nächsten Schnaps. D. Der sieht orange aus. Hast du neutralisiert eigentlich schon zwischendurch? Nein. Boah, der riecht gut. Der riecht aber wirklich lecker. Der riecht so lecker, den könnte ich mir durch die Nase reinziehen. Ja, dann machen wir das doch mal. Mach mal alleine. Prost. Es sind wir schon zwischen dem ersten und dem zweiten. Ich glaube, die wollen uns hier verarschen. In Wirklichkeit sind das nur zwei. Nee, drei sind. Das müssen ja drei sein, weil zwei kannst du nicht auf sechs Flaschen verteilen. Aber wenn es drei sind, kannst du die drei ja so wechseln, dass du sechs theoretisch jetzt auch neun Flaschen draus machen können. Ja, der schmeckt gut. Der schmeckt himmlisch. Riecht gut, ruchtig. Ich glaube, der letzte war nicht so gut. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar E. Ist auch pink, aber durchsichtiger als der. Jetzt bin ich gespannt, Chat. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Ich finde, das riecht einfach nur übel intensiv nach diesem Bubblegum. Halt Kaugummi, nee. Ganz normales Kaugummi. Nee. Doch, doch. Nee. 100% weiß ich, was das ist, was hier drin ist. Weil das hier ist aus meiner Kindheit. Die Zahnpasta Blendy. 100% das ist... Okay, du bist doch wirklich... Also wer hat denn dem Typ ins Hirn gekackt? Was für eine Zahnpasta Blendy? Wo gab's die denn? Die Zahnpasta Blendy. 100% das ist Blendy mit Wodka. Und wenn die mir erzählen von Few, dass das nicht Blendy mit Wodka ist, dann mische ich den mit Wodka und Original Blendy. Gut, mein Zeug hätte 30%. Schluck runter. Ganz. Und jetzt, wo du den Pflaumen aus dem Gesicht gewischt hast, ne? Aber vorher wische ich nochmal den Pflaumen aus der Fresse. Jetzt sah das mal richtig nett. Was ist denn mit dem Onkel? Oh. Der macht den Neffen, der macht den rund, der macht den langsam aus. Das war schon beim ersten Video, das habe ich privat gesehen, dachte ich schon, Alter, was ist das für eine Familie? So. C, ja. F, sieht aus wie Urin. Warum sagst du nicht einfach, das sieht aus wie Apfelsaft? Boah, das riecht schon wieder. Boah, nee. Okay, pass mal auf, ihr beiden, ihr könnt mich wirklich ohne Scheiß gleich fünfern. Ihr könnt mich komplett am Arsch lecken, ihr beiden, ohne Scheiß. Wirklich, sag's euch denn, ich gebe euch hier noch ein Dings und ruf auf für deinen Scheiß. Das schmeckt original, wie ihr aus dem Hals riecht. Verdammte Scheiße! Riecht das nicht gut aus deinem Hals, Opa? Aber weißt du was? Den kannst du alleine probieren. Da bin ich schon jetzt mit durch. Ein paar Sekunden später. Schmeckt gut. Du kannst ihn auch gerne mal probieren da hinten, wenn du das möchtest. Boah. Also das ist wirklich... Drecksau, echt. Also wirklich, also... Keinen Eimer gekippt. Hä? Also hier muss ich echt sagen, ich riech den und will den nicht trinken. Probier mal. Boah. Nee, ganz ehrlich, der wird da richtig schlecht von. Ja, aber richtig hart. Das ist Nusshörnchen in Fußgängerzone Hamburg. Der lag aber schon vier Tage auf der Straße. Ich wollte gerade sagen, ja. Nee. So, also... lag vier Tage auf der Straße! Warum habt ihr nicht das Original-Tasting mitgemacht? Ohne Scheiß. Du hättest das Video machen müssen, während die Show läuft und mitprobieren. Und Onkel soll auf das reagieren, was wir auch im Studio sagen. Das wäre geil, ne, Chat? Das wäre geil. Also wirklich, das geht bah, den Scheiß kipp ich aus. Den Scheiß kippst du auf, aber die Pisse hast du letztes Wochenende ausgesoffen. Wenn ich den sauf, komm ich wieder an den. Theo von Alge, sagt er nein, aber Neffe liebt's. Dieter liebt Theo von Alge, sagt, das ist der beste Likör. Den kann er so runtersaufen. Ich finde, Theo von Alge hat meinen Geschmack am meisten getroffen, auch beim Durchprobieren schon und beim Überlegen fand ich Theo von Alge am aller besten. Also, kommen wir zum Fazit. Schnaps A, der Foodmäßige. Mein Favorit, absolute Spitzenklasse. Super. B. Wildberry war das, ne, Chat? Wurde Platz 2. Wildberry wurde zweiter Platz, ne? Also B war auch fruchtig, war auch lecker, war aber ein bisschen zu süß. Ja, das war der Kindheitserinnerung Nummer 1, ne? Richtig. C war der erste Kommunenlack, den wir gesoffen haben. Nicht geil. Der, also nee, der war überhaupt übel. Der schmeckte... Nuss Nougat, hatte auch Fans, war ist auch wieder... Ist wie Lakritz. Entweder man liebt's oder nicht. Ja, das war doch der hier, wo ich sagte, Marzipan-Ton. So, auch nicht geil. Nee. Danach kam D. War sehr sauer, weil der für mich einfach viel zu künstlich. Ich mochte den einfach nicht. Ja. Also, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, was das sein könnte. Doch, fand ich besser als den ersten. Also mein Favorit. So, dann kam E. E, wie Blendy. Genau, das war die Blendy. Ja. Schmeckt scheiße, aber ich fühlte mich wieder wie 10. Okay, kommen wir zu F. Ja, für absolute Fehlproduktion. Ja. Oder seht ihr mal, wie die Geschmäcker auseinandergehen. E war der absolute Top-Favorit. Mit 50% von 6 Likören wollten alle, also der Großteil E haben. Aber ich sag dir ehrlich, Opa,
du bist auch für den Likör einfach zu alt. Das ist was für junge, attraktive Menschen. Das ist ein Sommerlikör und wir wissen beide, dass du die Wampe nicht mehr in die Badebar bringst, ne? Am Baggersee. Jetzt habe ich zurückgegeben. Bam! Den hätte ich am liebsten erst gar nicht getrunken. Fusel. F für Fusel. Schreib mal Fusel, ja, mit Fehlproduktion. F. Dein Favorit ist ab. Mein Favorit. F. Fehlproduktion. Ja, geil. A haben wir gesagt, Grapefruit. Mag sein, so ein bisschen, aber ich würde sagen, saurer Apfel mit ein bisschen Grapefruit drin. Falsch. Ich würde D sagen, war so eine Mischung von Blutorange. Ja, das kann sein. Jetzt ist ja die Frage, wenn Sie jetzt Alkohol damit reinmischen in die Getränke, wie sie dann schmecken. Da ist auch Alkohol drin. Ach so. 15%. Siehst du. Ah, ich sag nur, wenn Sie Alkohol reinmischen würden, dann könnte man das Ganze noch ein bisschen leckerer machen. Ja, aber ansonsten hat mir das Tasting wieder ganz gut gefallen. Freut mich. Also, wir hoffen, euch hat das Video gefallen mit meinem Onkel mal wieder. Dir, Knossi, hoffentlich auch. Absolutes Drecksvideo. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, drückt mich unten gerne auf Abonnieren. Ja. Ey, sag mal ganz ehrlich. Yannick, deine Videos sind einfach legendär, Alter. Wie du das schneidest, du machst das einfach herausragend. Darf ich noch sagen? Knossi, und wenn du auch mal schlucken willst, ne, dann kannst du dich mal persönlich mit mir treffen. Dann bügeln wir mal richtig einen weg. Schluck runter, habe ich gesagt zu dir. Das sage ich auch zu ihm. Wenn er mal richtig einen Schluck kennen will, kann er zu mir kommen. Das sagt man so. Einen wegpumpen, meine Rüstung kippen, die Kette spannen. Also, halt die Ohren steif. Bis dann. Familie hält zusammen. Ja, wie im letzten Video. Er ist doch sein. Ja, aber wer guckt denn deine Videos? Deine Videos, die Kette spannen. Ey, vielleicht irgendwann, wenn wir wieder einen Tasting-Stream machen, müssen die beiden dabei sein. Jungs, oder? Irgendwie, die Jungs, die haben sich das auch verdient, oder? Pass mal auf, die brauchen ein extra Table. Stellt euch vor, die haben ein extra Table. So, was sagt das Fachpersonal? Schluck runter! Weißt du so? Die beiden müssen auch zusammen da sein. Ihr seid beides Legenden, ehrlich, ohne Scheiß.